Hallo und willkommen zurück zum gleichen Part oder zum nächsten Part von Let's Play Tomb Raider, The Angel of Darkness. Wir sind beim letzten Hindernis. Wind! Hier danke ich Naruto Raider 1995 von Eilers Forum. Er hat mich, ja, erzähle ich euch gleich. Man sollte sagen, er hat mir das Leben gerettet. Das Ding nervt einfach. Wo hab ich gelandet? Oh Mann. Nein, wir gehen da nicht durch. Egal was passiert. Da gehen wir echt nicht durch. Naja, so wissen wir welche Tür, von daher. Wir hätten auch einfach immer alle Türen abklappern können. Geht doch. Ah, was soll's. Schon wieder. Ist das eigentlich bei jedem dasselbe Prinzip, aber egal. Glaube ich, oder? Nein. Hier danke ich Naruto Raider 1995. Ohne deinen Tipp hätte ich es nicht geschafft. Wir müssen jetzt sozusagen darüber springen. Und zwar wortwörtlich. Aber davor müssen wir... Ja, da ist er. Die Wand zerstören. Wand schieben. Ich finde das etwas merkwürdig, aber egal. Pistolenmuni ist immer gut. Das beste Tomb Raider, das ich jemals gespielt habe. Also von Legend abgesehen. Aber bei Legend ist es schon was Persönliches. Nicht von Spielsing, ach egal. Jetzt müssen wir hier springen. Immer auf den aufspringen. Wortwörtlich. Man kann sich nicht festhalten. Man muss exakt springen. Exakt. Merkwürdig, sonst bin ich immer darauf gesprungen. Das geht ja gleich wieder zurück, wie ich sehe. Also von daher. Okay, ich spring jetzt einfach. Gut. Speichere ich jetzt lieber, oder? Ich speichere auf dem. Toll. Und einen Rückweg gibt es nicht. Herrlich. Ich wollte vorbeugen, Mist. Man kann seinen Tod nicht überspringen, das ist sicher gemein. Ha! Geht doch. Ja. Hier kann ich ja meine Frage stellen. Schreibt einfach in den Kommentaren, welche Halle fandet ihr jetzt am schlimmsten von den vier? Was selbst hättet ihr nicht geschafft? Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich das mit Neptun nicht geschafft, das erste. Das hätte ich wortwörtlich nicht geschafft. Wenn ich nicht geschrien hätte. Warum springe ich immer automatisch? Das hier fand ich am einfachsten. Aber wer fragt mich schon? Ich spiele das Game. Hoppala. Ey! Die Lava hätten sie besser machen müssen, wie ich bei meinen. Ach, egal. Geduld ist eine Tugend. Aber eine hilfreiche. Wo ich das Wort tun gar nicht beschreibe, weiß ich nicht, was das ist. Bevor ich es nehme, speichere ich lieber ab.
Schön, dass man immer da anfängt, wo man gespeichert hat. Hier gibt es nämlich keine Kontrollpunkte. Gar nicht übel. Oder wen der aufgehört? Toll, damit sollte mich wahrscheinlich verunsichern. Wisst ihr was? Spult einfach immer eine Minute vor. Bei jedem Fehlschlag einfach eine Minute vorspulen. Spülen. Vorspulen. Odem des Hades. Und spring, spring. Ey, jei. Wie geht's denn so da unten? Im Wasser stirbt man nicht, genau wie bei mir. Was? Oh, das ist höflich. Vielen Dank. Das ist eine Art Secret-Raum, den ich zum ersten Mal sehe, persönlich gesagt. Das meine ich wortwörtlich. Hier machen wir ein zweites Safe-Game. Und wie wir es gemacht haben. Manchmal ganz gut. Geh nach vorne, geh nach vorne, geh nach. Fußspuren in der Luft. Wenn man es sehen kann, sagt es mir. Hui. Naja, das war es erstmal von mir. Ich sage tschüss. Das ist nicht der Rätsel, das. Nee, das ist kein Rätsel, wirklich. Ich sage tschüss, euer Jones, also neue Spieltipps. Au revoir.